Hallo Leute, grüß euch. Willkommen bei meinem neuen Videoblog, der erste im Jahr 2020. Ja, wir haben mittlerweile Mitte Jänner und ja, da steht die Vienna Autoshow vor der Tür. Und da wird sicher auch ein ganz wichtiges Thema die Elektromobilität, also die E-Mobilität sein. Ja, und das könnte uns auch in Zukunft natürlich auch uns Flieger betreffen. Denn, ihr wisst ja, ganz heiß diskutiert, der Klimawandel, Umweltschutz und so weiter, CO2-Reduzierung und, naja, ihr wisst ja eben, was es da eigentlich geht. Ja, und ich hatte die Möglichkeit, für eine Woche so ein Elektrovehikel, so einen Kleinwagen der Marke Jidu, der D2, ja, einmal fahren zu dürfen. Und mir hat mir halt da Gedanken gemacht, wie es da so aus Sicht eines Fliegers ausschaut und ob sowas ja, vielleicht auch Zukunft hat oder eine Alternative wäre für einen herkömmlichen Verbrenner-Pkw. Ist eine spannende Sache. Ja, das Video ist eigentlich mehr ein Labervideo. Man möge mir verzeihen, es wird da zu dem Fahrzeug, falls es Interesse gibt, auch ein paar, also noch zwei Videos geben. Ein ganz kleines, das schon online ist, das man sich ansehen kann. Eines wird noch kommen in einen separaten Videoblog, der aber dann anders heißen wird. Naja, viel Spaß mit dem Video! So, hallo, am Bord vom Jidu. So spricht man im Chinesisch aus. Nein, eigentlich auch nicht wirklich, weil ich habe gehört, das heißt eigentlich, in Europa spricht man das Jidu aus, aber in China, soweit ich gehört habe, spricht man Jidu aus. Bleiben wir bei Jidu. So, jetzt sind wir an Bord des D2 und wie ihr gesehen habt, ja, ein Gleitschirm, sogar ziemlich großer mit Liegegurtzeug, geht hinten locker rein. Wir fahren jetzt einmal auf die hohe Wand drauf und schauen mal, wie er darauf zieht. Ganz ehrlich gesagt, ich weiß schon, dass er das kann, weil ich bin schon mal raufgefahren. Ich bin einmal die Runde um die hohe Wand herum gefahren. Das sind so knapp 50 Kilometer, ein bisschen über 50 Kilometer herum. Und weil ich da schauen wollte, wie der Spritverbrauch, wollte ich schon sagen, der Stromverbrauch aussieht. Und das hat mich sehr überrascht, obwohl es da ganz schön bergauf und bergab geht. Also, muss sagen, wow. Also, mit dem kleinen Akku kommt der ganz schön weit. Also, was ich so gesehen habe, reell, also angegeben sind 257, aber das ist also Optimum-Geschichte in der Stadt, wenn man so im Schnitt 45 km/h fährt. Ja, wenn man ein bisschen weiter draußen fährt oder mit Stadtautobahn, wo man halt die Geschwindigkeit, dieser Wagen geht 85 mit ein bisschen Bauchhöhe, ein 90er, also man kann auf Stadtautobahn schon durchaus fahren, da schaut der Energieverbrauch dann natürlich schon ein bisschen anders aus. Und wenn man da noch Licht dazu braucht oder die Klimaanlage oder Heizung einschaltet, sagen wir reell im Sommer wären es, also was ich so jetzt mitbekommen habe, bei 15 Grad im Schnitt, einmal haben wir 20 Grad, 22 Grad gehabt, einmal sogar noch ein bisschen weniger, so 8 bis 10 Grad, also schon wieder ein bisschen kühler, da merkt man das dann schon, dass die Batterieleistung abfällt. Ja, also um Punkt zu kommen, also wenn man wirklich alles braucht, also Licht, also wenn man in der Dämmerung fährt, in der Früh oder am Abend dergleichen, dann werden es reell 100, 120 Kilometer sein. Natürlich kommt es auch darauf an, wie man das Fahrpedal, das heißt auch nicht Gaspedal, das Fahrpedal malträtiert und da ordentlich Gas gibt. Und wenn man ein bisschen vorschauend fährt und mehr segelt, dann werden es eben die 120 Kilometer sein. Aber ich hatte auch eine Fahrt von der Shopping City,
hier an, bis hier an die hohe Wand. Also, da war ich sehr gespannt. Und da war auch viel Landstraße dabei, also wo ich wirklich ausgereizt habe, die 80, 85 km/h. Und ja, als ich da angekommen bin, habe ich da vielleicht vom, ich zeige es euch dann später, von Stromverbrauch, also von, von der Stromstandsanzeige, nur 3 Stricheln verbraucht. Bin dann noch locker mal nach Wiener Neustadt und wieder hinein und wieder rausgefahren. Bin ich locker ausgegangen und hätte wahrscheinlich noch ein zweites Mal nach Neustadt und wieder raus zur Hohen Wand fahren können. Also da hätte ich eine Reichweite gehabt, gut von 180 Kilometer. Also das geht schon. Also wenn es warm ist und man nicht eben Heizung, Licht und dergleichen da benötigt. So, jetzt kommt da die lange Gerade, die hohe Wand drauf. Die ist da ziemlich steil geht und zischen wir mal da rauf, schauen wir mal, was er geht. Ja, er geht ordentlich rauf. Ich bin schon auf 3. Unglaublich. Ja. Und das bitte mit maximal 24 PS. Aber eigentlich darf man da nur 50 fahren. Bitte mit dem Motorradfahrer, ich denke, der wird recht erstaunt sein, weil viele glauben, das ist ein Moped-Auto. Ist es nicht. Aber das Ding macht Spaß. Jetzt kommen wir bei den Serpentinen gleich oben an, unserem Steinschlagschutzdach von der Hohen Wand. Ja, das Ding kann was. Echt toll. Ja, für was oder für wen ist dieses kleine, ich sag einmal, Hupferl? Weil es ein Kleinst-PKW, kann man sagen. Es ist zwar ein Zweisitzer, das geht auch, wenn man keine Kontaktängste hat. Also mit der Freundin, Frau ist das sicher kein Problem. Aber mit vielleicht Leuten, die man nicht so gut kennt, wird schon mal an Ellbogen an Ellbogen. Aber wenn einem das nicht ausmacht, geht das auf alle Fälle. Alleine ist Platz genug in einem Auto, das passt perfekt. Also zum Beispiel, wenn man in einer Neustadt wohnt, kann man sagen, da kann man mit dem Auto schon was Ordentliches anfangen. Also mit, von Wiener Neustadt hier auf die Hohe Wand fliegen fahren oder nach Buchberg, wenn man da von Losenheim fliegt oder dann raufgehen will am Schneeberg, das ist alles überhaupt kein Problem, das geht von den Reichweiten locker, also das geht super. Oder natürlich ideal auch für Pendlergeschichten, also ich habe das ja auch jetzt ausgetestet, wenn ich wenn ich zum Zug muss und in Wien arbeite, geht das ganz lässig. Die meisten Parkhäuser haben wir jetzt eigentlich eh schon eine Stromtankstelle, was man aber da gar nicht braucht, weil am Tag, so wie der Neustart und hier wieder Hohe Wand zurück, sind es ca. 60 Kilometer, na Blödsinn, 15 Kilometer, 60 Kilometer ist eine Strecke, also 30, 35 Kilometer, die man da fährt, also das geht sich lässig aus, also zum Pendeln, zum Bahnhof, wenn man fährt und dann weiter mit der Öffis, geht das perfekt. Also das ist wirklich toll. Na, da sind wir schon bald oben. Da blendet die Sonne ordentlich. Ja, und da läuft das Eichkatzerl über die Straße. Ja, das ist auch, muss man sagen, das Auto ist so leise, man muss da wirklich aufpassen, ne, Elektroauto eben, dass einen, wenn er nicht schaut oder hört oder mit dem Smartphone abgelenkt ist, dass einer wirklich einer vor das Auto rennt. Da muss man wirklich aufpassen. Das ist vielleicht, wenn man Verbrenner gewohnt ist, natürlich neu mit einem Elektrofahrzeug. Ja, ich muss sagen, ich bin wirklich schwer begeistert von dem Auto. Also für alleine, für einen Single passt es total. Und vor allem, es ist
sehr günstig. Also dieses Fahrzeug, wo ich da drinnen sitze, die Ausstattung, verlangt T2 Austria 15.000 Euro. Also das klingt am ersten Moment vielleicht für so ein kleines Auto recht teuer, aber schaut euch einmal an, was diese Microcars kosten, die eben keine vollwertigen Autos, sondern nur ein Moped-Auto sind, die auf 45 km/h limitiert sind, die meisten gehen eh schneller. Das ist bei denen nicht, also da kommen wir schon mit dem Preis hin. Wenn man aber dann die Folgekosten rechnet, also auch das billigste Verbrennerfahrzeug, also wenn man so kriegt, klar, das ist auch dann größer, kostet ca. 9.000 Euro. Ja, da kriegt man mehr Auto, aber wenn man das so auf 10 Jahre jetzt, so lang kann man schon Auto haben, auf 10 Jahre lang rechnet, ja, da verbraucht man bei Jahresschnitt von ca. 15.000, 20.000 Kilometer, wenn man ein bisschen mehr fährt, ca. fast 15.000 Euro so herum an Spritkosten. Und das Fahrzeug, Elektrofahrzeug, das kleine Hupferl da, braucht minimalst. Also da ist man mit einer Ladung, also 100 Kilometer geben es an, mit einen Euro. Ich glaube, mit den Strompreisen, wenn man es an der Steckdose lädt, da, das ist eine Möglichkeit, ja, das kann man ja machen. Das in 8 Stunden ist das Fahrzeug wieder voll, wenn man es leer gefahren ist. An der Ladestation, wenn man irgendwo ladet, direkt, sind es angeblich 3 Stunden, dass er wieder voll ist. Also das ist wahnsinnig günstig. Es sind auch keine Folgekosten mit Motorwartung etc. Das Einzige, was wirklich notwendig ist, sind die Bremsbeläge wirklich schauen, ja, Wischwasser nachfüllen, so checken, Pickel machen, ein bisschen halt drauf schauen, das Fahrzeug, das ist halt schon gewaltig. Also die Folgekosten sind da extrem gering. Das ist wirklich toll, ne? Wir sind schon oben auf der hohen Wand. Da sitzen vielleicht schon die Leute, sind wir schon da. Ja gut, Parkplatz ist kein Thema. So, tun wir mal packen. Ein Auto, eben weil es so klein ist, das ist wirklich genial. Also so für kürzere Strecken, so wo man am Tag 150 Kilometer sowas herumfährt, und wenn man sich ehrlich ist, viel mehr fährt man eigentlich gar nicht. Also ist das Auto wirklich genial. Und somit auch für Flieger, für kurze Strecken, wenn man im Fluggebiet ist und dann einmal fährt, also nicht weiter zu einem Lift oder zu einem kleinen, zum Fluggebiet, was in der Nähe ist, ist das perfekt. Und von Umweltgedanken, ja, es ist ja momentan diese Klimadiskussion ja sehr, sehr breit, wird das ja diskutiert und Thema, und auch die Politik geht sehr stark in die Richtung, dass da CO2-Vermeidung und, Thema kennt man eh weitläufig mittlerweile. Ja, ist das eine günstige Variante, um da vielleicht doch für die Umwelt, also umweltschonend unterwegs zu sein? Also Kombination mit dem kleinen Auto hier und öffentliche Verkehrsmittel funktioniert eigentlich ganz gut. Kann man nur sagen. So, aber jetzt will ich einmal fliegen gehen, hinten raus, und Schirm ist ja hinten drinnen, passt ja perfekt. Bis später. Das war nichts mit dem Wind, punkto fliegen, aber das macht jetzt gar nichts, weil wir haben da minimal Kilometer verfahren, und das war punkto Energiekosten sehr, sehr günstig. Also da probiert man wahrscheinlich eher öfters einmal am Berg oder zum Berg zum Schauen, als wenn man halt Spritkosten kalkuliert. Das ist ein Vorteil. Ja, fahren wir runter ins Tal.
mit Rückfahrkamera. Für das Riesenauto total notwendig. Na, ist aber recht praktisch, weil man in Parkhäuser wirklich oder bei ganz enge kleine Parklücken, da ist es schon recht praktisch, wenn man weiß, wie man zubefahren kann hinten, weil die Sicht nach hinten ist nicht besonders gut, weil die Spiegel sind super, sieht man gut, also wenn ein Spiegel fahren kann, geht mir die Spiegel auch tadellos, das geht wirklich gut, aber so Rückfahrkamera, ja, das hat schon was, ist nicht schlecht. Ja, noch einmal, wie ich vorhin schon gesagt habe, für wen das Auto eigentlich, also so ein Fahrzeug, ideal wäre, also das wäre auch ideal als Zweitauto. Also die längeren Strecken fährt man, wenn man wirklich mal Urlaub oder wirklich mal ein anderes Fluggebiet, was weiter weg ist, nimmt man dann halt den herkömmlichen PKW, das große Fahrzeug. Für die kurzen Strecken, wo man meistens tagtäglich fährt, weil Hand aufs Herz, wie ich ja schon sagte, wer fährt, außer berufsmäßig, wenn man unterwegs sein muss natürlich, aber als Privater, wie viel fährt man am Tag? Wenn es 50 Kilometer, vielleicht 100 Kilometer sind, da bietet sich halt so ein Fahrzeug an. Eben wie gesagt, die Unterhaltskosten sind sensationell günstig. Also da ist das toll. Die Frage ist, ob es halt so bleiben wird und ob dann nicht, wenn dann halt einmal mehrere Elektrofahrzeuge unterwegs sind, man sieht jetzt schon immer wieder mehr, also immer wieder Elektrofahrzeuge, es wird schon ein bisschen mehr, aber wir sprechen da mal so von 20-30% oder gar noch mehr Anteil an Fahrzeugen insgesamt, die elektrisch unterwegs sind, dann wird es halt eine Energiefrage werden. Das wird dann sicher spannend, ob sich nicht dann da die Stromkonzerne oder respektive die Netzbetreiber dann anfangen, die Hände zu reiben und das Ganze verlagert sich dann halt von den Spritkosten auf die Energiekosten, sprich Strom. Aber lassen wir uns überraschen. Noch ist es sehr, sehr günstig. Ich denke, das wird auch noch längere Zeit so bleiben. Aber irgendwann einmal wird man ja sehen. Und dann werden wahrscheinlich die Verbrennerautos ja so und so nicht mehr ein besonders großes Thema sein. Jo, jetzt fahren wir mal runter. Interessant ist, dieses Fahrzeug hat eine relativ geringe Rekuperation. Man rekuperiert jetzt, also Energierückgewinnung. Da wird dann der Motor zum Generator und lädt in die Batterie hinein. Also man muss schon ein bisschen, ich muss schon immer wieder mitbremsen. Ja, die Bremswirkung ist circa, ja, mit einem normalen Benziner. Also wenn man nicht zurückschaltet, ist die Bremswirkung ziemlich gleich. Aber man muss ehrlich sagen, für sowas ist dieses Fahrzeug ja nicht gebaut. Primär ist es ja ein Stadtfahrzeug. Eben es klein ist, wenig Raum braucht, was ja auch immer Thema ist. Den Platz, den ein großes Auto halt in der Stadt verbraucht, das ist bei denen garantiert nicht der Fall. Also da braucht man sehr wenig Platz. Also einen normalen Mittelklasse-Pkw auf dem Parkplatz gehen sich eigentlich schon nahezu zwei von diesen kleinen Fahrzeugen aus. Also kann man schon die Parkplätze, wenn es theoretisch alle so ein kleines Fahrzeug fahren würden, doppelt so viele Parkplätze wird es dann geben. Aber gut, das ist halt einmal so ein Gedanke, so ein bisschen so eine Zukunftsspinnerei. Eine Spinnerei ist es keine, aber es hat schon was, also mit so einem kleinen Fahrzeug. Aber, wie ich gesehen habe, auch hier draußen am Land oder in der Nähe vom urbanen Bereich, also im Umland von der Stadt, hat so ein Fahrzeug schon einen guten Sinn. Also das reicht auch. Wie ich schon sagte, eben zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, so zum Park and Drive oder Park and Ride Parkhaus zu fahren, dort zu laden, wenn es wirklich mal ein bisschen längere Strecke sein sollte,
was meistens aber gar nicht braucht, weil die Strecken dann auch nicht so lang sind. Und dann mit dem Zug oder was weiterfahren, ist ja perfekt. Apropos Zug weiterfahren. Gido Austria, sich bemüht, da dieses Fahrzeug, denke, das ist eine gute Überlegung, für Carsharing zu verwenden. Nur ein kleines Beispiel, man fährt von Wien öffentlich hier heraus und will dann von der Neustadt auf die Hohe Wand. Das ist manchmal mit dem Bus ein bisschen mühsam, weil da nicht so viele Busverbindungen gibt. Und da würde sich ja anbieten, zum Beispiel so eine Carsharing-Geschichte. Man leiht sich dann so ein Fahrzeug hier aus in der Neustadt und fährt hier ins Fluggebiet, an die Hohe Wand oder zum Schneeberg. Rax müsste eigentlich auch gehen, aber gut, da kann man ja weiterfahren zu Rax, dann fährt man nach Reichenau. Bleiben wir bei Wiener Neustadt und fahrt hier auf und am Abend wieder zurück zum Bahnhof. Zug geht nach Wien, kann man sagen, nahezu jede halbe Stunde geht der Zug nach Wien hinein. Also das ist schon fast wie in Wien mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Perfekt. Nur so ein Gedanke. Also könnt ihr mir schon vorstellen, dass für sowas das einen Sinn macht natürlich. Es gibt schon in der Neustadt Carsharing-Geschichten, aber alles mit größeren Fahrzeugen. E-Golf habe ich gesehen öfters, die da Carsharing haben. Ja, aber warum nicht mit so einem kleinen Fahrzeug? Wie gesagt, ist auch eine Platzsache. Gut, am Land ist halt so tragisch. Ja, was fällt mir da noch ein, was vielleicht schön erwähnenswert wäre? Und zwar, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon gesagt habe, man kann den Giro D2 oder auch den D2S, es gibt dann eine, die S-Klasse von einem großen deutschen Hersteller. Man sagt D2S als Sport, würde ich einmal nicht sagen, aber es ist halt eine bessere Ausstattung. Also es gibt dann noch, was dieses Fahrzeug nicht hat, hier eine Bedienung von Lenkrad aus, dass man steuern kann. Neuere Batterietechnologie ist da drinnen, also ein bisschen mehr an Spielereien, kostet aber auch gleich ein bisschen mehr. Ich glaube, was ich so weiß, so zwischen 17.000 und 19.000 Euro. Ich habe gehört, dass das auch ein bisschen mit den Wechselkursen, wenn das Fahrzeug von China kommt, also wie gerade der Dollar steht, weil es im Dollar gehandelt wird, mit dem Euro, dann kann schon einmal zu unterschiedlichen Preisangaben kommen. Also, aber ich muss sagen, das Auto, also die normale Version vom D2 reicht. Aber, was zum Sagen wäre, es kommt, nee, man hätte schon dieses Jahr sein sollen, aber nächstes Jahr kommt der D3. Der ist etwas größer wie der D2. Hat noch, also wirklich ultimative Ausstattung. Es ist der eigentlich schon, dieses Fahrzeug, sehr gut ausgestattet, so für so ein kleines Auto. Und der D3, also der hat dann zwei große Bildschirme, noch viel mehr Konnektivität und Spurhalteassistent, was er seinen Kopf hat, sollte dann haben, was der nicht hat und. Also noch einmal eine ganze Latte mehr an Ausstattung. Die Frage ist halt dann, was der kosten wird, weil die Elektromobilität, gerade bei den kleinen Fahrzeugen, die ja dann, kann man sagen, leistbar, ja, die halt günstiger sind, wo man schnell auf so ein Fahrzeug vielleicht zugreift, wird in nächster Zeit die Mitbewerber, also die Konkurrenz, wird ja größer werden. Ich sage, jetzt ist dieses Fahrzeug, der D2, so wie gesagt, wie es gesagt worden, der kostet jetzt 15.000 Euro, so wie er dasteht, finde ich, ist schon sehr, sehr gut. Und da muss man auch dazu sagen, aufpassen beim Preis, die Batteriemiete. Bei vielen Mitbewerbern ist die Batterie nicht inkludiert, also bei vielen, bei einigen, wollen wir nicht übertreiben, bei einigen. Und zwar muss man Miete zahlen, also pro Monat. Und das kann, was ich so gesehen habe, ist so um die 64 Euro, je nach Batterie und Kilometerleistung, wie viel Kilometer man im Monat dann halt fährt. Damit richtet sich auch der Mietpreis. Ja,
wenn manche sagen, ja, dann habe ich ja die Garantie drauf und dann brauche ich keine Sorgen wegen der Batterie. Es hat sich mittlerweile schon herausgestellt, dass die Akkus, also die Batterien von diesen Elektrofahrzeugen, deutlich haltbarer sind und deutlich länger halten, als man ursprünglich vielleicht angenommen hat. Wenn man als Beispiel hernimmt, die Teslas, das Model S, gut, braucht man nicht vergleichen mit so einem Fahrzeug hier, aber die gibt es schon sehr lange am Markt, also schon einige Jahre, und es gibt viele Fahrzeuge, die schon 300 und deutlich mehr über 300.000 Kilometer drauf haben und die Akkus sind noch komplett okay. Also 90% Leistung, dann los. Also wird auch bei den, gut, sind größere Akkus zum Teil, die sind auch belastbarer und halten sich auch länger. Aber wir fahren mit so einem Auto 300.000 Kilometer, mit so einem kleinen Fahrzeug. Also auch wenn man vielleicht 10 Jahre oder noch länger haben würde. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Und da ist auch zum Erwähnen, Jido bietet da eine 4-jährige Garantie auf den Fahrakku an. Und wenn man will, kann man diese Garantie auf 8 Jahre, also noch weitere 4 Jahre, auf 8 Jahre verlängern. Und 8 Jahre, ja, wie viele Leute fahren 8 Jahre ein Auto? Also viele kenne ich, die halt schon nach 5 Jahren umsteigen. Also da ist es so, dass das dann überhaupt kein Thema ist. Also mit 8 Jahren Garantie auf dem Akku, ja, braucht man sich sicher keine Sorgen machen, würde ich einmal sagen. So, wir sind wieder im Tal. Schalten wir mal ab. Ja, was soll man noch sagen über das Auto? Wer sich für das Fahrzeug hier, also was so, wie das Fahrzeug kann und wie es ausgestattet ist, sich ein bisschen näher anschauen will, gibt es noch ein anderes Video, das ich da mache über das Fahrzeug. Und den Link zu diesem Video gebe ich dann unter dem Video drunter. Könnt ihr euch das dann anschauen, wenn ihr wollt. Gibt es ein bisschen noch mehr Informationen, wenn was Punkt der Ausstattung ist, wie das Fahrzeug aussieht, näher und so. Kann man sich dann anschauen, wer sich für das Fahrzeug vielleicht interessiert. Kann ich nur empfehlen. Schaut euch das an. Vielleicht, man, den Link vom Hersteller gebe ich, auch hier drunter unter dem Video. Macht mal eine Probefahrt. Also im Wiener Raum ist das überhaupt kein Problem, geht das ganz einfach. Nehmen wir an, die meisten Werner da aus dem Wiener Raum oder in der Neustadt, lässt sich auf alle Fälle hier Umgebung von Wien alles organisieren. Ich bin ja auch nicht direkt in Wien. Und hat auch tadellos geklappt, da mit diesem Leihfahrzeug hier. Konnte das Fahrzeug eine Woche fahren. War genial. Also ich muss sagen, taugt mir gewaltig. Also ist als Zweitauto echt überlegenswert. Also tolle Sache hier für hier draußen. Spannend wird's, da muss man noch fragen, wie das Fahrzeug halt dann auf Schnee im Winter fährt. Weil ich habe gehört, ob stimmt, weiß ich jetzt nicht, die ersten Smarts, und die neueren sind ein bisschen anders, aber die ersten Smarts, da dürfte es Probleme gegeben haben auf Schneefahrbahn, dass die unangenehm zum Fahren waren. Aber ich werde mich da mal erkundigen beim Hersteller, ob es da schon Erfahrungen gibt mit diesen Fahrzeugen. Wird man ja schauen, wie es im Winter ist auf einem Fahrzeug. Von der Temperatur mit Heizung, Klimaanlage und Reichweite für kurze Strecken reicht das auf alle Fälle. Ich muss ehrlich sagen, ja, muss morgen das Fahrzeug leider zurückgeben, weil die brauchen das schon für eine andere Veranstaltungen zum Vorstellen, verstehe ich. Interesse ist groß, Punkt Elektromobilität. Ich würde gerne noch ein bisschen länger gefahren mit dem Fahrzeug, ein bisschen was probiert, aber wer weiß, vielleicht kriege ich dann den D3 nächstes Jahr und da kann ich vielleicht ein bisschen noch mehr probieren, basierend auf die Erfahrungen mit dem Fahrzeug, wird sicher spannend. Ich werde es dann, wenn dem soweit ist, dann hier auf meinem Kanal dann sicher auch da was mitbekommen, wenn es da wieder ein Video drüber gibt. So, jetzt habe ich unheimlich viel belabert über das Fahrzeug. Gibt es ja noch viel, viel mehr zum Erzählen. Wenn es euch mehr interessiert, unten Link zu den anderen Video. Schaut es euch an, wenn es euch interessiert. Gut, danke fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Mal ein bisschen anderes Thema. Hat nicht direkt mit der Fliegerei zu tun, aber punkto Umweltschutz und Umweltgedanken, Klimaschutzthema natürlich, großes Thema.
Wäre es ein Überlegungswert, sich als Zweitfahrzeug, auch als Flieger für kürzere Strecken, wenn man nicht allzu weit weg zum Fluggebiet hat, überlegenswert, mit so einem Fahrzeug zu fahren? Bis dann, liebe Leute, bis zum nächsten Video. Freut mich schon. Tschüss!